Ja, 1993 ging es los in Italien, wo auch sonst, mit eigentlich Gebrauchtfahrzeugen, zum Beispiel mein Fahrzeug, mein 348, ist Baujahr 89. Und bis 1993 hat er die Challenge-Serie gewonnen, die erste. Waren eigentlich mehr Gentleman-Driver im ersten Jahr, hat man versucht, und eben Autos, die vergleichbar sind, der Motor dürfte nichts gemacht werden, gegeneinander fahren zu lassen, also quasi ein Markenpokal. War dann sehr erfolgreich, hat eben mit dem 348er begonnen und ging dann weiter, 355, 360, 430 und jetzt eben 458. Also dieser 348er hier ist das Fahrzeug, das die erste Challenge-Serie 1993 gewonnen hat. Weil es begann mit dem 348, da waren sehr viele Straßen zugelassen, da sind wirklich einige zum Rennen hingefahren auf Achse, sind das Rennen gefahren und sind dann wieder nach Hause gefahren mit demselben Fahrzeug. Also das ging dann noch. Ging bei 348, weil in den meisten Fällen waren sie ja straßenzugelassene Fahrzeuge, die umgebaut wurden mit einem Originalkit. Ging dann auch noch in den ersten zwei Jahren in der 355er Serie, da gab es auch einige, die straßenzugelassen sind, sind heute natürlich die begehrtesten Fahrzeuge. Und ab 97, 98 waren dann reine Rennwagen, also von Ferrari als Rennwagen ausgeliefert. Dann war es vorbei mit Straßenzulassung. Es ist natürlich jetzt ganz spannend, wenn man alle drei Fahrzeuge hier hat und sie nacheinander bewegt. Die Unterschiede sind natürlich gigantisch. Das Problem ist beim 348er, der hat Serienbremsen, die zwar belüftet sind. Also es wurden in dem Kit war eine Belüftung für die Bremsen dabei, aber ansonsten sind das Serienbremsen. Das macht natürlich sehr viel Spaß, die offene Kulisse, man kann ihn schön schalten mit seinen fünf Gängen. Ist aber natürlich ein Riesenunterschied und ein Riesensprung dann schon zum 355, der dann auch mit Sechsganggetriebe schon ganz andere Bremsen, viel größere, innenbelüftete, gelochte Brembo-Bremsen, also da macht es da schon einen Riesensprung und 360 ist dann ein reinrassiger Rennwagen, das ist eine komplett andere Geschichte. Der 348 ist das Besondere an diesem Fahrzeug, dass das erste Overall-Gewinner-Fahrzeug aus 1993 ist mit Roberto Ragazzi, einem Italiener. Und dieses Fahrzeug hat eben die erste Challenge gewonnen ever. Das ist das Schöne, dass das Auto in diesem Originalzustand überlebt hat, mit allen Papieren. Es ist auch Ferrari Classice, das liebt Ferrari, wenn man die Autos dann auch zertifizieren lässt. Er hat den Original-Wagenpass und so weiter. Also das ist das Besondere an diesem 348 und der soll natürlich auch in diesem Zustand bewahrt werden. Der 355 ist für Ferrari Eberlein gefahren, in der deutschen Challenge-Serie. Der Fahrer war ein Dieter Weigl, war ein Privatfahrer, also auch kein Rennfahrer eigentlich. Und hat auch überlebt, ist straßenzugelassen, das macht das eben das Besondere aus. Und das Auto hatte nie einen großen Unfall, also hat sich nie überschlagen oder irgendwie total verbogen. Und das ist eben das Schöne daran, wenn man solche überlebenden Fahrzeuge dann noch rettet, findet und dann auch wieder zeigt und eben einsetzt. Der Ferrari 360 hier ist ein korrekten 360 GT LM, also in der Le Mans Ausführung, war damals für den Kundensport, GT2 gab es damals noch nicht, aber es ist im Prinzip ein GT2 Fahrzeug und wurde in der Le Mans Konfiguration 2003 auch in Le Mans eingesetzt von einem amerikanischen Team, ist 12 Stunden Sebring gefahren und eben 24 Stunden Le Mans, ist zwar beide Male ausgefallen, in Führung liegend jeweils, hat aber Gott sei Dank nie einen Unfall etc. gehabt und das ist eben der Vorteil aus heutiger Sicht, dass das Auto noch im Originalzustand überlebt hat. Gebaut wurden davon 20 Stück. Zu den Stückzahlen von den Fahrzeugen 348 gibt es eigentlich keine belegten Zahlen, weil eben viele umgebaut wurden bei Händlern mittels Kit. Von den 355 ist es ziemlich genau, da gibt es 109 Stück, die gebaut wurden. Man schätzt ungefähr 25 Straßenzugelassene, deswegen sind die Autos so begehrt. Das kann man sich vorstellen, wie viele überlebt haben. 360 dürfte es um die 300 bis 400 geben, gibt es auch schwierige Aufzeichnungen. Also das ist jetzt alles im Wachsen, dass diese historische Szene jetzt immer mehr kommt. Es ist einfach das Gefühl und das ist der Mythos, das drumherum, es ist einfach eine Diva.